90. Alter, das schaffe ich niemals. Auch wenn der Kampf gut begonnen hat. Ja, der Kampf ist aber echt blöd begonnen, deswegen werde ich nochmal retryen. Also der Start lief relativ schlecht. Ja. Das muss ich jetzt mal kurz skippen. Warum ist da hinten eigentlich ein Regenbogen? Dieser Assi, Mann! So, nein, komm, steh auf. Ja, ist klar, er kann meinen Shield durchbrechen. Das schafft er niemals. Auch wenn ich guten Damage mache. Komm, nein, Alter, please. Nein, das geht keiner nehmen. Ey, das ist der Verarsche. Ich schaff das, aber ich, Mann, ich brauch halt irgendwo was. Ja, komm, die Attacke ist ja auch total lame. Sie kann meine komplette Defense durchbrechen. Nee, ich möchte nochmal versuchen. Ich muss ernsthaft, wenn ich sterbe, rausgehen und nochmal rein? Ich kann den Kampf gewinnen. Ja, das ist doch lame. Komm, Silica. Das ist total lame. Ich kann seinen ersten Angriff nicht blocken. So. So, jetzt konnte ich ihn wenigstens bei einer Kombi packen. Aber das Problem ist ja, der Bastard legt sich ja immer wieder hin. Und seine Attacken kann ich überhaupt nicht blocken. Jetzt, komm. Finish him. Das ist der Verarsche, der lebt noch. Und er bleibt liegen. Und er lebt immer noch. Oh, jetzt so. Ha! Eine Rauchwolke, Spray-Gang, Illusionsmagie, hä? Huh? Was ist das? Ich muss mir das mal für eine Sekunde ausborgen. Kirito? Ein paar Sekunden ausborgen, das ist alles? Wo ist er hin? Du denkst doch nicht etwa, dass er weggerannt ist. Natürlich würde er das niemals tun. Solange ich am Leben bin, wird niemand aus meiner Party sterben. Kirito würde niemals wegrennen und uns allein lassen. Ja, Kirito! Tja. Ja. Warte. Ein zweites Schwert? Großartig, wunderbar. Das wäre wirklich ein super Kampf. Wow. Im zweiten Versuch haben wir es geschafft. Rein theoretisch im dritten Versuch, aber den zweiten Versuch habe ich ein bisschen verkackt. War ein bisschen lächerlich, dass er meine komplette Abwehr tatsächlich auch wirklich durchbrechen konnte, so wie im Anime. Aber Kirito bzw. Silica hat ihn besiegt. Also Kirito hat nicht nur 20 Sekunden überlebt, sondern er hat sogar, ja. Ich sollte ihn wiederbeleben. Du bist ein exzellenter Kämpfer. In der Tat bist du der stärkste Spieler, den ich jemals gesehen habe. Nun denn.
Du bist aber auch nicht gerade schlecht. Ich wusste gar nicht, dass die Spilliganer solche Leute wie dich haben. Diese Welt scheint wirklich ein ziemlich großer Ort zu sein, als ich es dachte. Also dann sind wir alle cool miteinander. Und wirst du dich jetzt zurückziehen? Eugene, habe ich das Wort? Kagumue, was ist das? Das könntest du interessant finden. Ich weiß, wer gestern meine Party sabotiert hat. Nun ist es tatsächlich so, wie der Spirigana-Typ es gesagt hat. Und zwar sind hier auf dem Weg Unis. Hä? Interessant, dann schätze ich, habe ich Glaube an dich. Nun, dann muss ich das so hinnehmen. Ich möchte keinen Kampf gegen die Spirigana und die Unis. Wir werden uns jetzt zurückziehen, aber wir werden zurückkommen und erneut kämpfen. Das ist okay für mich, nur wir beide. Ich schätze, diese Salamander sind cooler als sie sind. Was denkst du? Du bist wirklich verrückt, weißt du das? Ja, ich schätze, das bin ich. Entschuldige mich bitte, aber könntest du jetzt endlich erklären, was hier vor sich geht? Ja, Kirito hat nämlich den Salamander-Boss Eugene besiegt. Consequence of the Treason. Ich verstehe. Ich könnte sagen, irgendwie ist Sigruns Einstellung falsch. Er hat uns alle verraten. Verraten, aber wie? Meine Schätzung? Er konnte es wahrscheinlich nicht akzeptieren. Seine Stärke. Und deswegen hat er sich hinter dem Rücken mit den Salamandern, Freund. Stärke ist wirklich wichtig für einen Mann wie Sigrud. Und nicht seine Fähigkeiten oder Charakterstatus. Aber er ist ein Spieler, der fliehen möchte nach Kraft. Ja, aber warum sollte er als Spion der Salamanders arbeiten? Es muss mit dem neuen 5.0 Update zu tun haben. Ich hörte, dass es eine neue Wiedergeburtssystem gibt. Ich bin mir sicher, Montimar hat das beauftragt. Er hat wahrscheinlich gehört, wie er wiedergeboren werden kann als Salamander. Also was jetzt? Was sollst du tun, Sakuya? Ru, hast du einen starken Magie-Skill? Oder einen starken dunklen Skill? Öffne ein Mondlichtspiegel zu Sigrud.
Sigrud. Sakuya. Sakuya? Schön, dich auch zu sehen. Überrascht, dass ich immer noch am Leben bin? Wie? Ich meine, was ist auf diesem Meeting passiert? Nun ist alles gut gelaufen. Wir haben den Vertrag abgeschlossen. Und außerdem hatten wir einen unerwarteten Gast. Sein Name war General Eugene. Und er sendet einen Gruß an dich. Was? Diese unkompetente Echse. Nun, was sind deine nächsten Bewegungen, Sakuya? Ist alles okay mit mir? Oder möchtest du vielleicht, dass ich ein Kommandant weiter bin? Deine Regeln sind die wichtigsten über die militärische Entscheidung. Ehrlich gesagt wollte ich dich freistellen. Du stehst nicht mehr zu den Sylvia. Du bist frei. Du kannst gehen. Warte, was? Halt mal. Bist du verrückt? Mich? Du willst mich verbannen? Da bin ich mir jetzt sicher. Du kannst in einem neutralen Gebiet weiterleben. Mit etwas Glück werde ich eine etwas bessere Position für dich besetzen. Sakuya! Danke, dass du uns gerettet hast, Lifa. Ich hätte nicht gedacht, wie groß oder wie dankbar ich dir sein. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie dankbar ich dir bin. Und nein, das musst du nicht unbedingt tun. Es gibt lieber ein anderes, den du danken solltest. Und zwar Kirito. Sie hat recht. Wie kann ich mich nur bei dir bedanken? Hey, Hübscher. Bist du tatsächlich wirklich ein Botschafter der Springkana Udine? Oder bist du das nicht? Ja, das war nur ein, das war nur eine große, fette Lüge. Es war belüft. Und ihr wisst schon, ich hab sie verarscht. Was? Du musst verrückt sein. Du hast dir das alles ausgedacht in letzter Minute? Ja, es hat aber auch funktioniert, oder etwa nicht? Hätte ich nicht gehandelt, dann wäre das eine schlechte Hand von mir gewesen und das hätte irgendwas Falsches entstanden. Für so eine große Liege muss man ziemlich verrückt und stark sein, Hübscher. Du scheinst einer der stärkeren Spirigunners zu sein. Besitzt du eine geheime Waffe? Natürlich nicht. Diese Sachen sind nicht käuflich. Wenn das so ist, dann komm doch zu den Catswurf. Wir haben drei Mahlzeiten pro Tag plus einige Snacks und ein Schläfchen. Ja? Also Kirito, ich denke... wäre es nicht besser... Wie denkst du darüber? Wäre es nicht besser? Ich meine,
Du könntest auch zu dir hin, Sylvian, kommen. Wartet! Oh, Sakuya, das ist nicht fair. Du verführst ihn total mit deinen Dingern. Ich verführe ihn und wer ist denn so nah an seinen Klamotten? Jetzt chillt mal, Leute. Für eure Information, er ist mein... Ach, vergiss das. Ich bin dankbar für eure Einladung, wirklich. Aber sie hat mir versprochen, dass sie mich zum Weltenbau mitnimmt. Also, sorry. Wirklich? Oh, nun, wenn das so ist. Ach, deswegen gehst du auf eine kleine Besichtigungstour liefern? Oder was? Ich möchte die Selfies verlassen, oder zumindest plane ich das. Aber ich weiß noch nicht, wann ich zurückkomme nach Selfian. Kein Problem, ich habe damit kein Problem. Oder ich verstehe das halt. Sei nur sicher, dass du sicher zurückkommst und bring deinen Freund mit. Oh, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch mal bei uns vorbeigucken. Und ein bisschen spielen. Oder in eine Party reinkommen. Ja. To content, to this tree, to the world tree. Arigato. Danke, dass ihr gekommen seid heute, liefern Kirito. Wärt ihr nicht gewesen, dann wären die Salamanders mit ihrer kraftvollen Stärke auf uns zugekommen. Ich weiß gar nicht, wie ich euch das zurückzahlen soll. Oh nein, das war doch gar nichts. Hey Sakuya, Alice, nur zufälligerweise, wisst ihr beide, wie man hoch auf den Weltenbaum kommt? Das Ultimative, ja, das ist unser Ziel. Ist es okay für euch, wenn wir ein bisschen mit euch kommen? Wir müssen uns ein wenig beeilen. Wir können das verstehen, warum nicht? Und in Wahrheit oder Fakt ist nur zu sagen, dass wir euch wirklich dankbar sind. Aber warum wollt ihr unbedingt so schnell dahin? Wir müssen einfach da ganz schnell hin. Es gibt da jemanden, den ich ganz oben auf dem Baum treffen muss. Ich denke, dieser jemand weiß, dass ich hier bin und wartet sicher auch auf mich. Ist das Orbion, der Elfenkönig? Nein, es ist nicht. Es ist jemand, der nicht zurück kann ins Real Life. Aber er ist nun hier und ich muss ihn zurückbringen. Wir würden dir gerne helfen, aber um Ausrüstung und so ein Zeug zusammen zu machen, das würde mehrere Tage dauern, um was Geiles zusammen zu erstellen. Ich verstehe, das ist kein Problem. Ich möchte nicht, dass ihr den Baum angreift. Geht einfach zurück in eure Basis, wir werden uns bald wiedersehen. Also sind wir zusammen cool und finden das alles zusammen heraus. Nebenbei, vielleicht würde diese Sache hier euch helfen, um neue Ausrüstung für euch zu kaufen.
Wow, Sakuya, schau. Schau dir das an. Hä? 100.000 Goldmünzen vom Jult? Du möchtest uns das geben? Du könntest davon ein ganzes Schloss bauen auf einem. Auf einer Insel. Nein, es ist euer. Ich brauche es nicht. Also, du bist wirklich unglaublich. Mit diesen Sachen im Gepäck können wir regelmäßig uns neue Ausrüstung kaufen. Wenn wir bereit sind, dann werden wir euch eine Nachricht schicken, okay? Ja, bis dahin. Ciao. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich glaube. Aber ich glaube nicht, dass sie uns helfen. Oh, ehrlich, ich denke, ich muss es dir jetzt erzählen. Du sollst nicht zu viel flirten, Papa. Ha? Ja. Ich habe nicht mit irgendjemandem geflirtet. Als diese Mädchen an dir dran waren, habe ich gemerkt, wie dein Herz schneller gerast ist. Ich bin halt ein Typ, das passiert halt, wenn Mädchen zu nah an mir dran sind. Oder an einem dran sind. Was ist mit mir? Ich bin ein Mädchen. Ist es etwa das Problem? Nein, du scheinst ziemlich okay zu sein, Liefer. Warte, was meinst du damit? Ich bin sicher. Ich denke, sie meint damit, dass du nicht die ganze Zeit wirkst wie ein richtiges Mädchen. Okay, wow. Was sagst du hier, du Kleiner? Nein, so meinte ich das natürlich nicht. Ich meinte, du bist eine gute Person, ja. Komm schon, wir müssen den Weg nach Arun finden, bevor die Sonne untergeht. Okay, ich